Es sieht aus wie ein Neubau, aber es ist keiner. Der Gebäudekomplex, der als Living Circle vermarktet wird, ist eines der größten Umbau- und Umnutzungsprojekte in Deutschland. Aus Büros wurden Wohnungen. Ausgedacht hat sich das dieser Mann. Klaus Franken ist Geschäftsführer des Projektentwicklers Cartella und ziemlich stolz auf dieses Projekt. In diesem Umfeld ist Wohnen an für sich sehr beliebt. Und warum sollte man das Ganze nicht dann zu einem Wohnprojekt umwandeln? Und so war die Idee geboren, aus dem leerstehenden Büro, das 7 Jahre düster war, dann wieder lebendige Flächen zu machen. Es gibt einen Riesenbedarf. Das heißt, moderne Wohnungen sind nachgefragt, vor allem Mietwohnungen, die auch noch bezahlbar sind. Und deswegen hat das großen Anklang gefunden. Rückblick. Als Thyssen Trade Center vor 25 Jahren gebaut, war das hier einer der spektakulärsten Bürokomplexe in Düsseldorf. 30.000 Quadratmeter, Luxus pur für die 1.000 Mitarbeiter der Konzernzentrale. Doch dann häuften sich die Demonstrationen, erst wegen der Fusion zu ThyssenKrupp, dann wegen des Umzugs nach Essen. Nach nur 18 Jahren stand der Bau 2009 leer, 5 Jahre. Ja, genau so sah auch damals unser Gebäude aus. Es war die alte ThyssenKrupp-Verwaltungszentrale, da saß der Vorstand. Aber man kann sich vorstellen, nach 7 Jahren, wenn die Fenster immer dunkel sind, dann sagt jeder, das sieht ganz hässlich aus. Und dann haben wir das draus gemacht, was man jetzt hier sieht, mit sehr großen Balkonen. Die haben 2,50 Meter Tiefe. Da kann ich also auch mal mit 8 Leuten drauf sitzen oder ein Deckchair hinstellen. Der Kontrast zu dem alten Büro, das man auf der anderen Seite noch sieht, der könnte nicht schärfer sein. Ganz anders als beim früheren Stahlkonzern geht es auch hierzu, im Haus der kleinen Leute, einer U3-Kinderbetreuung. 3 Standorte im ganzen Gebäudekomplex hat die Betreuungseinrichtung. Sie wurde von vornherein mit eingeplant, weil potenzielle Mieter Kinderbetreuung suchen. A, finden sie diese kleinen Gruppen total schön. Die finden die kurzen Wege wirklich ganz toll, weil sie teilweise wirklich runterfahren können vom Aufzug und das Kind betreuen lassen können. Und die Nachfrage ist halt auch sehr groß. In allen Gebäuden gibt es unterschiedlich große Wohnungen. Jede 5. ist preisgedämpft. Kaltmiete etwa 8,50 Euro. Klaus Franken zeigt uns eine 90 Quadratmeter Wohnung für unter 1.000 Euro im Monat. Wir möchten dieses mittlere Segment, den Mittelstand, bedienen. Das heißt, hier in der Anlage wohnen auch Krankenschwestern, Polizisten, also ganz normale Leute. Auch wenn es ein Neubau ist. Viele denken, Neubau wäre nur mit Eigentumswohnungen zu machen. Ja, das wird auf Vermietung gemacht. Viele kamen an und haben gesagt, ich will hier eine Wohnung kaufen. Und waren überrascht, dass es hieß, ach, das sind Mietwohnungen. Die 340 Mietwohnungen können Düsseldorfs Wohnungsmangel nicht beheben, aber sie zeigen, dass Mietwohnungsbau auch für Investoren wieder interessant ist.